Ja, herzlich willkommen auch an die Teilnehmer, die sich jetzt noch eingewählt haben. Wir freuen uns, Sie heute zu unserem Webinar zum Thema CX Governance begrüßen zu können. Mein Name ist Diana Tyskiewicz, ich bin Ihre Moderatorin für heute und mit mir ist der Oliver Skeide, der Sie gleich durch das Thema trägt. Vielen Dank erstmal, dass Sie auch sich die Zeit genommen haben, durch unser Webinar heute zu gehen mit uns. Unser Experte mit dabei ist Oliver Skeide und er wird Ihnen heute Best-Practice-Ansätze vorstellen, wie Sie CX-Governance richtig aufsetzen können, um erfolgreiche und konsistente Experience-Programme aufzubauen. Wir werden am Ende des Webinars gerne Ihre Fragen beantworten. Nutzen Sie gern dafür das Q&A-Fenster auf Ihrem Bildschirm. Und wie gesagt, wir nutzen den gerne mal 5 Minuten, um dann darauf einzugehen. Das Webinar wird ebenfalls aufgezeichnet und Ihnen im Anschluss zur Verfügung gestellt, sodass Sie sich das nochmal anhören können oder auch mit Ihren Kollegen und Ihrem Netzwerk teilen können. Nun freue ich mich, Ihnen Oliver Skeide vorzustellen. Er ist Director Consulting bei uns bei Moment und berät zu dem Thema Custom Experience regional und international Unternehmen aus den verschiedenen Branchen, darunter B2B, Telekommunikation, Healthcare und Finanzdienstleistungen. Durch seine langjährige Tätigkeit hat er sich natürlich sehr häufig mit dem Thema Governance beschäftigt, mit der Implementierung und auch der globalen Skalierung von Programmen und wird uns heute aus seinem Erfahrungsschatz erzählen. Und damit zu dir, Oliver. Vielen Dank, Diana, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns gleich einsteigen. Wir hören immer wieder Fragen von Unternehmen, die wie folgt lauten. Zum Beispiel, wir haben zu wenig Ressourcen. Es fehlt uns an Unterstützung. Unsere Befragungen sind nicht vergleichbar. Die Ergebnisse werden angezweifelt. Wir wissen nicht, was mit dem Feedback geschieht. Oder es fällt uns auch schwer, Maßnahmen abzuleiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass die ein oder andere Frage auch Ihnen bekannt vorkommt. Viel schlimmer ist es natürlich noch, wenn Sie folgender Ansicht sind, nämlich, dass auch das CX-Programm nicht in der Lage ist, auch die Geschäftsergebnisse entscheidend voranzubringen. Das ist zumindest die Ansicht von gut 2/3 aller CX-Manager. Das ist eine Erhebung, die ist schon ein paar Jahre alt. Ich denke, dass mittlerweile da schon ein gewisser Fortschritt zu erkennen ist. Nichtsdestotrotz, nach wie vor ist das doch bei sehr vielen so der Eindruck, wir mögen vielleicht die Scores auch ein bisschen verbessern, aber am Ende des Tages wissen wir zumindest auch nicht, inwieweit wir auch wirklich unser Finanzergebnis damit positiv beeinflussen. Ja, woran liegt das? Das hat natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, aber sehr häufig sind eine unzureichende Wirksamkeit und eine mangelnde Effektivität des CX-Programms begründet darin, dass das Thema Governance nicht wirklich umfassend und vollständig implementiert ist. Und Governance ist ja schon so ein bisschen ein Monster, ein Mysterium, ein Begriff, der von sehr vielen auch in den Mund genommen wird. Alle reden davon, das ist wirklich auch eins der großen Buzzwords beim Thema CX. Am Ende des Tages muss man aber sagen, jeder versteht da so ein bisschen was anderes darunter. Und teilweise ist auch nicht so ganz klar, was bedeutet das denn jetzt wirklich auch ganz konkret? Wo muss ich dann eben beim Thema Governance ansetzen und was muss ich auch tun? Also heute geht es mir darum, ein bisschen Transparenz in das Thema reinzubringen und Ihnen einmal aufzuzeigen, an welchen Stellschrauben in Ihrem Programm kommt Governance auch zum Tragen und was bedeutet das auch wirklich ganz genau. Und sicherlich hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass es eben auch ein englischer Begriff ist, der auch sehr generisch auch ist, der von den Engländern eben jetzt auch in einem Begriff das ganze Thema auch umfasst, wo wir im Deutschen 3 verschiedene Begriffe benötigen, um das thematisch so ein bisschen zu umreißen. Also es geht sehr stark um Verantwortung auf der einen Seite, um Struktur und Prozesse und auch um die Kontrolle. Und Sie sehen es auch schon auf dem Chart, dass wir da jetzt 5 verschiedene Bereiche haben, wo wir mit Governance-Prinzipien auch entsprechend ansetzen. Es also jetzt nicht nur darum geht, an der Organisationsstruktur etwas zu verändern, sondern wirklich auch bis hin zum Veränderungsmanagement auch entsprechende Prinzipien, Regeln, Strukturen auch aufzusetzen.
So, fangen wir mal mit dem Thema Organisation an. Und das ist natürlich ganz klar jetzt das Thema, wo wir auch über Zuständigkeit, über Verantwortung auch sprechen. Natürlich das Thema CX erstmal auch operativ braucht eine Heimat. Da haben wir eben auch ein CX-Team, was sich wirklich auch klar auch hauptamtlich für CX auch einsetzt, dafür auch zuständig ist. Was wir aber auch sehen, ist, dass wir eben auch ohne eine klare Unterstützung auch vom Vorstand oder von einem Vorstand, der eben auch so als Executive Sponsor das ganze Thema erstmal auch finanziert, aber eben auch mit Rat und Tat auch voranbringt, dass es eben auch ohne diese Top-Down-Unterstützung vom Management auch nicht funktioniert. Genauso müssen eben auch die Fachbereiche, da wo eben die Custom Experience auch verbessert werden soll, mitspielen. Insofern sehen wir auch hier CX-Komitee, auch ein Gremium zu schaffen, ist ganz wichtig, wo eben dann auch das Top-Management drin ist, wo das CX-Team sozusagen aus der operativen Sicht Input auch liefert und wo einfach auch die Verantwortlichen der Fachbereiche mit dabei sind. Dann haben wir die CX-Botschafter. Das ist so ein bisschen der verlängerte Arm der CX-Manager in die Fachbereiche hinein. Praktisch auch wirklich bei den Mitarbeitern an der Front. Auch das sind Ressourcen, die eben auch sehr wichtig sind, wenn sie eben auch CX wirklich in die Breite, in die Fläche auch bringen wollen. Wir brauchen Arbeitsgruppen, also auch da operativ Einheiten, die wirklich auch mit Feedback arbeiten, die kontinuierlich auch Verbesserungen anstreben. Also insofern ein organisatorischer Rahmen, entsprechende Ressourcen müssen geschaffen werden. Das ist eine Grundvoraussetzung, damit das Ganze auch funktioniert. Aber das darf natürlich auch nicht nur auf dem Papier dastehen, sondern muss auch in der praktischen Arbeit im Alltag auch funktionieren und insofern eben auch hier ja auch institutionalisiert auch werden. Und da geht es natürlich auch darum, dass es ja gewisse Regeltermine gibt, Meetingformate gibt, also auch eine feste Zeit auch geschaffen wird, um auf den verschiedensten Ebenen sich mit dem Thema CX auseinanderzusetzen, damit eben auch sichergestellt wird, dass das ganze Thema nicht runterfällt nach einer anfänglichen Begeisterung, sondern wirklich in den Alltag, in die Prozesse, in das Arbeiten aller Mitarbeiter auch Eingang findet. Das heißt, gerade was eben die strategischen Themen anbetrifft, was das Vorstandsinvolvement anbetrifft, hier zum Beispiel monatlichen Termin zu haben, auch mit den Verantwortlichen der Fachbereiche, wo man eben einmal auch aus dem CX-Team vorstellen kann, wo stehen wir mit den Scores, wo stehen wir auch bei den Insights, bei den Erkenntnissen darüber, was funktioniert eben am Kunden nicht so gut und auf der anderen Seite natürlich auch, was funktioniert besonders gut, wo sind wir eben auch stark, aber eben auch dann diese Runden zu nutzen, um sozusagen auch top-down getrieben die generellen Verbesserungsmaßnahmen zu besprechen, auch so ein bisschen Druck auch auszuüben auf die Fachbereiche, auf die Verantwortlichen eben hier auch Maßnahmen zu initiieren und die auch durchzuführen. Genauso wie eben auch an der Front sozusagen in den Filialen, in den verschiedenen Abteilungen, die mit Kunden zu tun haben, hier idealerweise auch wöchentlich, vielleicht auch kombiniert mit einem schon etablierten Regelmeeting, auch einen Slot zu haben, wo über das Kundenfeedback gesprochen wird und wo man wirklich auch dezentral da, wo die Schnittstelle zum Kunden ist, man regelmäßig auch Erfahrungen austauscht und eben auch gemeinsam dann an den Verbesserungsmaßnahmen auch arbeitet. Vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz interessant. Wir haben es ja schon gesehen, CX-Team so als Schnittstelle zwischen eben der Unternehmensführung und den verschiedenen Fachabteilungen. Das ist durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe. Und da sehen wir schon, dass natürlich einmal auch aufgrund der ganzen Aufgaben, die da auch vorhanden sind, dass keine One-Man- oder One-Woman-Show sein kann. Aber wir sehen auch, dass eben gerade auch in dieser Rolle die unterschiedlichsten Fähigkeiten, die unterschiedlichsten Aufgaben dann auch zu erfüllen sind, die eben ja
im Grunde genommen auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen auch erfordern. Also ich brauche auf der einen Seite den Kommunikator. Ich habe hier schon eine Rolle, wo es wirklich darum geht, eben in die Organisation hinaus zu kommunizieren, Kontakte zu knüpfen, Netzwerk aufzubauen, eben die Leute auch zu begeistern für das Thema CX und eben zu überzeugen. Das ist eben eine Rolle, da brauche ich eben auch die Typen, die das können, die dafür auch brennen. Auf der anderen Seite, wenn wir über Feedback-Management reden, da geht es natürlich dann auch darum, dass ich da wiederum eher so diesen methodisch fitten, den Analytiker auch brauche. Und insofern ist es aus unserer Sicht auch ganz wichtig, eben bei so einem CX-Team, dass man die Last auf mehrere Schultern verteilt, dass man auch nicht nur Klone hat, sondern wirklich auch die unterschiedlichsten Typen, eher den Extrovertierten wie auch den Introvertierten, um eben dieses Spektrum an Aufgaben auch abzudecken. Im Übrigen, wo die CX-Abteilung auch angesiedelt ist, ist aus unserer Sicht gar nicht so das Entscheidende. Das ist auch eine Frage, die immer wieder diskutiert wird. Muss das eine Stabsstelle sein, direkt an dem Vorstand? Gehört das eher ins Marketing, in den Vertrieb oder in den Bereich Service? Viel wichtiger ist wirklich, dass eben, da haben wir gerade über diese Meeting-Strukturen auch gesprochen, dass einfach die Vernetzung da ist, dass ich eben diese Unterstützung des Top-Managements auch habe und ich dann eben auch in der Lage bin, wirklich die ganze Organisation da auch ins Thema zu ziehen. Zweiter Bereich, den wir uns ganz kurz anschauen, Programmdesign. Da haben wir ja natürlich auch sehr viele Themen, wenn es wirklich darum geht, das Feedback einzusammeln, zu berichten, wo wir sehr stark darauf achten sollten, dass wir einheitlich und konsistent vorgeben. Da geht es natürlich darum, Ende des Tages auch verschiedene Touchpoints, verschiedene Journeys auch vergleichen zu können, verschiedene Länder vergleichen zu können oder Unternehmensbereiche vergleichen zu können und dass wir das eben auf einer sauberen Grundlage machen und eben hinterher nicht anfangen, über methodische Dinge zu reden, sondern wirklich auch darum, was für ein Feedback bekommen wir vom Kunden und wo müssen wir wirklich auch ansetzen, um Dinge zu verbessern. Also zunächst mal hier in dieser oberen Zeile, das sind eben Themen, auf die man achten muss, wenn wir über die Befragung selbst auch sprechen, also die Stichprobenkriterien zum Beispiel. Befragen wir alle Kunden oder nur eben einen Teil derjenigen, die eine Interaktion mit uns auch hatten? Und wenn es nur eine Stichprobe ist, wer wählt die Kunden dann auch aus? Haben wir idealerweise einen automatisierten Prozess oder ist es manuell? Und wenn es manuell ist, wie können wir auch sicherstellen, dass dann da auch nicht manipuliert wird? Wie sehen die Fragebögen aus? Auch da konsistent vorgehen. Es hat einen Unterschied, ob ich zum Beispiel den NPS als erste Frage stelle oder als letzte in dem Fragebogen. Welche anderen Regeln habe ich, wenn ich hier viele Befragungen implementiert habe, wenn ich vermeiden möchte, dass Kunden sehr oft auch befragt werden oder wenn ich zum Beispiel auch da priorisieren muss oder will, wenn ein Kunde einerseits eine Beratung hatte, andererseits einen Telefonkontakt hatte und ich möchte aber auch sicherstellen, dass ich vor allem für die Beratung in den verschiedenen Filialen auch möglichst viel Feedback auch bekomme, dass ich da auch entsprechende Priorisierung auch vornehme. Auch das eben einheitlich zu implementieren, damit ich eben auch da die Vergleichbarkeit herstelle, ist wichtig. Jetzt habe ich ja viel über das Thema Befragung gesprochen. Wichtig ist aber auch, wenn wir über das Programmdesign reden, dass wir damit eben auch nicht stoppen, sondern eben auch Governance in puncto Reporting ernst nehmen. Also wie werden denn eben diese Ergebnisse auch berichtet? Ja, schauen wir uns Top-Boxen an oder die Mittelwerte? Wie werden die Indizes auch berechnet? Auch das ist wichtig, sollte einmal klar herausgearbeitet werden, dokumentiert werden, dann einheitlich verwendet werden. Verschiedene Reports an verschiedene Nutzertypen, auch das erstmal eben auch herauszuarbeiten, welche Personas haben wir, was unsere Berichte auch anbetrifft. Jemand, der jetzt in der Filiale sitzt und operativ mit Kunden den ganzen Tag zu tun hat, hat andere Anforderungen an einen Bericht über das Kundenfeedback als die CX-Abteilung oder auch der Vorstand. Also auch da erstmal klar zu ziehen, welche unterschiedlichen Nutzergruppen haben wir für unsere Berichte, welche Anforderungen, Bedarfe haben die und dann auch sicherstellen, dass auch das einheitlich dann auch sozusagen in den verschiedenen Ländern, die beteiligt sind oder in den verschiedenen Geschäftsbereichen auch angewendet wird. Textanalysen,
ein weiteres wichtiges Beispiel, wo wir ja auch sehr stark darauf angewiesen sind, um zu verstehen, was sagen denn die Kunden, wenn sie wirklich offen ihr Feedback auch geben können, auch hier sicherzustellen, dass ich möglichst gleiche Kategorien verwende über die verschiedenen Kontaktpunkte, auch da, um zu sehen, wo sind wir besonders gut, wo sind wir besonders schlecht, auch sich zu überlegen, wie häufig soll ich eben auch solche Analysen auffrischen, um auch neue Themen mit aufzunehmen und auch da wiederum eine Vergleichbarkeit und natürlich auch eine Aktualität auch sicherzustellen. Und last but not least, auch ganz wichtig, auch gleich am Anfang, wenn ich sozusagen die Befragung entwickle, auch daran zu denken, was ist dann eben auch mit dem Follow-up? Was für Prozesse habe ich dann eben, wenn es darum geht, wirklich auch mit dem Feedback zu arbeiten? Da sind wir eben auch bei dem Thema Closing the Loop, also die Nachverfolgung eines einzelnen Kunden, in der Regel eben eines unzufriedenen Kunden. Und auch da ein Beispiel, die verschiedenen Dimensionen, die zu beachten sind und auch die Entscheidungen, die zu treffen sind beim Closing the Loop-Prozess. Da geht es erstmal darum, eben auch zu definieren, was löst denn einen Alert, einen Alarm auch aus? Und zum einen bei den geschlossenen Fragen nehmen wir mal den NPS, der Skalenwert. Ist es ein Detraktor 0 bis 6 oder ein Heavy Detractor 0 bis 3? Also auch da klar zu sein über den Auslöser. Und was wir auch sehr oft eben in Kombination haben, ist, dass wir eben zusätzlich auch noch definieren, auch gerade bei den offenen Kommentaren, auch da eben Auslöser zu setzen. Kann gut sein, dass der Kunde zufrieden war mit dem Telefonkontakt, den er gestern hatte, aber im offenen Kommentar irgendetwas von Vertragskündigung auch schreibt. Und das ist dann natürlich auch wichtig, dass auch das auch automatisiert zu einem Alert auch führt. Dann die Frage, wer ist denn eigentlich zuständig? Wer soll denn diese Nachkontakte auch durchführen? Ist es eine Zentralabteilung, die praktisch für verschiedene Touchpoints dann das Ganze auch durchführt oder eben der jeweilige Fachbereich oder eben auch eine Kombination des Ganzen? Grundsätzlich empfiehlt sich, wo immer möglich, dass auch der jeweilige Fachbereich, der für die eigentliche Interaktion zuständig war, dann auch den Nachkontakt verantwortet. Da ist man eben fachlich am tiefsten drin. Da hat man auch das größte Involvement und Engagement der Mitarbeiter und auch den größten Benefit, wenn die Mitarbeiter, die ja zu diesen Themen auch mit ihren Kunden zu tun haben, auch durch diese Nachkontakte dann auch natürlich für ihre eigene Kompetenz permanent etwas dazu lernen. Und last but not least, werden alle gleich behandelt. Also wollen Sie, wenn Sie ganz viele Feedbacks bekommen, ganz viele Kunden haben, eben auch wirklich alle Kunden dann auch, die unzufrieden sind, anrufen? Oder wäre es nicht besser, hier eben zu unterscheiden? Und wir können hier automatisiert auch einen Algorithmus einbauen, der dann eben auch sicherstellt, dass ein persönlicher Nachkontakt nur bei den wirklich wichtigen Kunden zum Beispiel auch stattfindet oder auch bei Themen nur ausgelöst wird, die auch bearbeitbar sind. Also wenn sich der Kunde beschwert hat über einen unfreundlichen Mitarbeiter, da kann ich nochmal im Nachkontakt ansetzen. Auf der anderen Seite, wenn zum Beispiel sich beschwert wurde über die Höhe der Tarife, Dinge, die sie nicht ändern können, dann haben sie natürlich da auch weniger Möglichkeit, wenn sie hinterher nochmal sprechen. Also auch hier dann darauf zu achten, nicht nur einfach nach der Bewertung, sondern eben auch nach dem Potenzial, was dann eben auch in diesem Telefonat drinsteckt, auch zu priorisieren. Das wären eben auch Regeln, die man idealerweise vorher auch aufstellt und auch dann wieder einheitlich umsetzt. Wenn wir über Implementierung und Rollout sprechen, dann ist es natürlich so, dass wir im Grunde genommen ja immer idealerweise erstmal klein anfangen und dann Schritt für Schritt das Ganze auch ausrollen. Also erstmal einen Piloten auch machen, um erst Erfahrungen zu sammeln, um Erfolgsgeschichten auch zu generieren, die es dann auch leichter machen, dann hinterher auch andere Beteiligte, andere Abteilungen, Einheiten im Unternehmen auch dafür einzunehmen und auch an Bord zu bringen. Natürlich ist dann auch wichtig, da auch frühzeitig eben in die Gespräche zu gehen und eben auch von den Vorteilen, vom persönlichen Nutzen das Ganze zu überzeugen, auch nicht zu vergessen, eben auch mit Datenschutz und Datensicherheit zu sprechen rechtzeitig. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich aber so einen Fahrplan entwickle und dann im Prinzip für die nächsten anderthalb bis zwei Jahre einen Plan dafür habe, wann welche Geschäftseinheit, welches Land auch dran ist, dann geht es natürlich darum, auch hier möglichst systematisch und klar zu wissen, nach welchen Regeln
wähle ich eben dann auch die Reihenfolge aus. Und auch da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die man dann in so eine Bewertungsmatrix auch einbauen kann. Idealerweise sind es eben externe Faktoren, wie wir wissen, dass es da auch einen großen Bedarf nach Veränderungen gibt. Wir haben relativ viele Beschwerden oder auch aus einer anderen Befragung zum Beispiel auch schon klar auch eben das Feedback, dass da nicht alles optimal läuft. Aber genauso sind natürlich auch interne Faktoren mit zu berücksichtigen. Liegen die entsprechenden Daten vor, um hier eine Befragung überhaupt durchführen zu können? Wie sieht es eben um die Bereitschaft auch der Verantwortlichen aus? Also auch da auch möglichst ja, systematisch vorgehen und sich eben klar zu machen, was ist denn eben alles zu berücksichtigen für die Reihenfolge eines wellenbasierten Ausrollens. Das ist auch etwas, was bei dem ganzen Thema Governance eine große Rolle spielt. Noch ein konkretes Beispiel, weil auch das ist ein Thema, was wir im Grunde genommen immer diskutieren, gerade wenn wir internationale Programme in verschiedenen Ländern haben. Aber genauso kann man das natürlich auch sich überlegen, wenn ich verschiedene Geschäftsbereiche bei einem nationalen Unternehmen schrittweise eben an Bord bringen will. Wie viel von dem ganzen Inhalt, den ich da habe, ist sozusagen verpflichtend und an welchen Stellen gebe ich eben dann auch den beteiligten Einheiten auf einer Seite, möchte ich aus der zentralen Ebene hohe Standardisierung haben. Ich möchte eben größtmögliche operative Effizienz haben. Ich möchte die Ergebnisse auch bestmöglich vergleichen wollen. Aber ich muss eben da auch immer natürlich auch damit rechnen, dass eben die Fachbereiche auch ihre eigenen Bedürfnisse haben, ihre eigenen Anforderungen haben. Vielleicht, dass es da auch immer so eine gewisse Spannung gibt zwischen der Zentrale und den Fachbereichen oder den Ländergesellschaften. Und insofern, das eben auch auszubalancieren, ist wichtig. Und da kommt dann meistens die gute alte 80-20-Regelung auch zum Tragen, also ein bisschen Abwandlung eben des Pareto-Optimums, dass wir sagen, die überwiegende Mehrheit ist auch an gewissen Stellen den Raum für eine lokale Adaption tarif maximal eben auch lokal dann individuell ausgesucht werden können. Also auch das sozusagen einmal zu dokumentieren, ganz Fähigung, ein Bereich, den man durchaus auch unter Governance auch sehen kann. Nachhaltiges Ausrollen. Es ist jetzt wirklich ein breites Thema, was wir heute auch nur an der Stelle, dass wir eben nicht nur die Notwendigkeit sehen, dass man sozusagen mit den Tools umgehen können muss. Also nicht nur jetzt an ein Software-Training zu denken, sondern eben auch eine umfangreiche Marketing-Kampagne, die man intern fährt, eine Informationskampagne, Detailkommunikation über die verschiedenen Beteiligten, über die Bestandteile des Programms, die Erwartungen an die Mitarbeiter, also jenseits jetzt auch der individuellen Gespräche zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, ist es auch sehr wichtig, dass man da auch einer Massenkommunikation auch denkt, um eben das Thema auch erstmal vorzustellen, auch im ganzen Unternehmen eben auch klar zu machen, warum macht man das, wie hängt eben auch CX mit den generellen Unternehmenszielen auch zusammen und so ein bisschen auch ja, eine Begeisterung zu erzeugen. Und auch das ganz wichtig, eben auch nicht nur an den Beginn des Ganzen zu denken, sondern eben auch im Hinterkopf zu haben, wir wollen mit so einem CX-Programm ja eine dauerhafte Veränderung des Unternehmens. Das ist kein Projekt, sondern eben eine Veränderung der gesamten Organisation. Insofern müssen wir auch sicherstellen, dass wir hier eben auch nachhaltig sind und das Thema auch sichtbar und präsent eben auch halten und insofern auch da auch gleich von Anfang an kommunikativ das mit planen, dass ich auch entsprechende ja, Kommunikationsmittel einsetze, auch wenn ich das Ganze erfolgreich eingeführt habe. Schauen wir uns ein paar Beispiele an, woran man da auch denken kann, auch gerade wenn ich eben bereits auch erste Erfolge zu verzeichnen habe. Zum einen vielleicht ganz spannend, sehen wir auf der linken Seite hier Branding. Also das machen auch sehr viele Unternehmen sehr, sehr gut, dass sie eben dem CX-Programm auch
eben eine eigene Identität auch geben, einen eigenen Namen geben. The Joy Project ist hier ein EX-Programm, gibt aber auch ganz viele tolle kreative Bezeichnungen und Brands für CX-Programme. Und damit kann man natürlich auch das Ganze intern profilieren, damit kann man auch eine hohe Wiedererkennung auch schaffen und auch entsprechend eben auch die Kommunikation zu dem Thema eben auch eindeutig auch kennzeichnen. Und im Grunde genommen natürlich alle möglichen Kommunikationsmedien, also auch Multikanal ist hier auch möglich. Das können eben Infowände sein, wirklich ganz klassisch. Da habe ich die Möglichkeit, auf der anderen Seite aber natürlich auch in Intranets und in digitaler Kommunikation auch tätig zu werden. Und gerade hier diese Beispiele, relativ kleine Schrift, da geht es darum, dass hier auch einzelne Mitarbeiter, die sich eben hier besonders vorbildlich verhalten haben, dass die da auch gelobt werden. Also auch da gerade hinten raus, wenn ich für Nachhaltigkeit, für dauerhafte Begeisterung, Engagement auch sorgen will, ist das natürlich toll, wenn ich dann auch die Mitarbeiter entsprechend da auch auszeichnen kann, wenn es da auch von hoher Stelle ein Lob gibt. Genauso wie ich aber eben gerade beim Thema Sichtbarkeit auch elektronische Bildschirme verwenden kann, auch Apps verwenden kann, guten Kommentare, also in einer sehr dynamischen Art und Weise auch immer wieder gezeigt werden und ich eben auch gerade bei der App auch in der Lage bin, dann das auch zu filtern, weiterzuleiten, so eben wie das auch in sozialen Medien der Fall ist, damit wirklich auch die Stimme des Kunden praktisch permanent überall bei jedem im Unternehmen auch sichtbar ist. Vielleicht auch da nochmal ganz kurz ein kleiner Seitenschwenk, wenn wir über die Kommunikation reden, vergessen Sie dabei die Kunden nicht. Also hier ein Beispiel, auch ein Unternehmen, mit dem wir auch sehr erfolgreich zusammenarbeiten, Hapag-Lloyd, das Transport- und Logistikunternehmen, was hier auch regelmäßig Kundenbefragungen auch durchführt, international durchführt, nutzt auch die Website, also die Seite, die Internetseite für eben die Öffentlichkeit und natürlich auch für Kunden, um nach draußen hin nicht nur zu informieren, dass man solche Befragungen durchführt, sondern um auch hier zu kommunizieren gegenüber den Kunden. Was hat man denn eigentlich alles gelernt und vor allem auch an Verbesserungen für den Kunden auch umgesetzt infolge dieser Befragungen? Und das ist ein schönes Mittel. Auch das kann man natürlich auf verschiedenen Kanälen spielen, um eben nicht zuletzt auch den Kunden zu zeigen, es lohnt sich, an der Befragung auch teilzunehmen. Das Unternehmen hört zu und es macht vor allem auch dann auch was mit dem Feedback. Und das ist dann natürlich zunächst mal auch positiv für die Teilnahmebereitschaft bei der nächsten Befragung, aber ganz klar formt das natürlich auch die Einstellung und auch letztendlich die Loyalität der Kunden zum Unternehmen. Letzter Bereich, Veränderung und Weiterentwicklung. Auch das ist ganz klar, wenn wir jetzt hier über Konsistenz, über Einheitlichkeit auch sprechen. Sobald wir eben jetzt das Programm aufgesetzt haben und dann wirklich auch in die Operative auch gehen, werden wir Veränderungen auch sehen. Und das ist ja auch gewollt. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir müssen dann auch auf Fragebögen anpassen. Wir müssen Reports anpassen. Also eine Evolution des ganzen Programms ist zwingend erforderlich. Und ja, sobald jeder auch individuell anfängt, Dinge zu verändern, ist eben die schöne Konsistenz und Einheitlichkeit dahin. Insofern braucht es auch da am besten wirklich auch von Anfang an schon einen klaren Prozess. Wie ist denn vorzugehen, wenn ich Dinge auch verändern möchte? Und an wen zum Beispiel möchte ich oder darf ich eben Änderungsvorschläge auch einreichen? Wer ist dafür zuständig, das dann auch zu entscheiden? Und auch das ist eine wichtige Empfehlung, dann auch gleich mit einzuplanen, dass es dann eben nach einem Ausprobieren eben auch eine Bewertung gibt. Das heißt auch dann auch praktisch formal auch mit vorzusehen, dass nach einem gewissen zeitlichen Ausprobieren auch beurteilt wird, also welchen Effekt hatte denn eigentlich jetzt auch die Anpassung. Und wichtig ist eben, bevor Dinge auch verändert werden, dass es da wirklich noch eine saubere Bewertung gibt, was sind denn eigentlich die Konsequenzen dieser Veränderung. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man ändert eben den Zeitpunkt der Befragung, geht jetzt näher ans Ereignis auch ran,
klingt jetzt erstmal relativ unspektakulär, aber auch da haben wir immer wieder gesehen, da gibt es eben dann einen Datenbruch. Da haben Sie dann eben mehr Feedback, vielleicht auch anderes Feedback, weil die Befragung noch frisch ist, gegebenenfalls auch, weil Sie mehr Feedback haben, auch mehr Alerts. Das heißt, auch Sie sehen auf einmal mehr Unzufriedene und das muss man eben auch vorher bedenken. Genauso, was auch immer wieder vorkommt, wenn ich zum Beispiel jetzt bei den Skalen irgendwelche farblichen Markierungen einbaue, um zu zeigen, 9 und 10, das ist jetzt der grüne Bereich und bitte da idealerweise ankreuzen. Auch solche Kennzeichen werden eben dazu führen, dass dann auch die Ergebnisse auch etwas anders aussehen. Also insofern auch da wirklich einen Prüfprozess haben und auch klar sein und entsprechende Hypothesen dann auch entwickeln, mit welchen Änderungen auch hinten raus, was Ergebnisse, was dann auch die Bewertung der Leistung von Touchpoints, von Teams etc. anbetrifft, muss ich auch rechnen. Also, ich denke, das Monster Governance, wenn man es demaskiert und auch runterbricht in verschiedene Bereiche, es ist ein großes Thema, aber es ist ein Thema, das man wirklich auch zum eigenen Vorteil auch nutzen kann, wo ganz viel Potenzial eben auch drin liegt, ein Programm effektiver, erfolgreicher auch zu gestalten. Und ich hoffe, dass Sie heute einige interessante Anregungen für Ihre eigenen Aktivitäten auch bekommen haben und würde mich sehr freuen, wenn wir eben auch den Dialog dazu bei den Themen, die für Sie im Vordergrund stehen, auch weiter vertiefen können. Vielen Dank für Ihre Zeit und fürs Zuhören und damit zurück zu dir, Diana. Ja, klasse. Vielen Dank für den Vortrag. Oliver, wir haben noch eine Frage reinbekommen, die ich noch gerne an dich stellen würde, bevor wir dann noch abschließen. Auch kurz noch vorher ein Hinweis, wir schicken im Nachgang, wie gesagt, das Recording zu und wir schicken auch nochmal ein kleines Mini-Survey. Wir wären auch kein Six-Firma, wenn wir das nicht machen würden und würden uns über Ihr offenen Kommentar und Feedback freuen. Und nun zur Frage, wie können etwaige Betriebsratshürden beim Closed Loop ausgeräumt werden? Also wird häufig die Verhaltensleistungskontrolle verwiesen. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was sehr oft uns begegnet. Also grundsätzlich von der Vorgehensweise kann ich nur raten, eben auch möglichst frühzeitig den Betriebsrat mit einzubeziehen. Also da geht es ja sehr oft auch so ein bisschen um Befindlichkeiten. Das heißt, auch hier nicht den Eindruck zu vermitteln, dass man schon alles entschieden hat und am Ende einfach noch das Okay abholt. Also sehr transparent und sehr offen und proaktiv zunächst mal auf den Betriebsrat zugehen. Das schafft schon mal eine viel, viel bessere Gesprächsatmosphäre und dann durchaus eben auch dem Betriebsrat mal zum Beispiel das Tool vorführen. Also diese sehr abstrakte Angst ernst nehmen und dann aber wirklich konkret machen. Und wir haben ja die Möglichkeit in der Technologie sehr wohl das so zu konfigurieren, dass man zum Beispiel das Feedback nicht einem einzelnen Mitarbeiter auch zu ordnen kann. Aber das ist nur dann auch wirklich überzeugend, wenn man das so ein bisschen greifbar gemacht hat und auch gezeigt hat. Also insofern sind wir da auch immer gerne bestrebt, dann auch eine Demo zum Beispiel auch durchzuführen, damit man wirklich auch sehen kann, das ist jetzt nicht einfach nur ein Versprechen, sondern das ist auch praktisch wirklich auch umsetzbar und insofern dann eben auch sicher. Also, ich danke dir, Oliver. Und damit sind wir auch schon 5 Minuten wieder ein bisschen drüber über unser Webinar. Würden wir jetzt auch abschließen. Wie gesagt, kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie weitere Fragen haben. Wir schicken die E-Mails danach raus und wir sind natürlich immer für ein Gespräch offen. Dann vielen Dank und noch einen schönen Mittwoch Ihnen. Bis dann.